Hallo und Glück auf zu einer weiteren Schalke-Podcast-Ausgabe. Heute nach dem Spiel gegen Holstein Kiel. Das reimt sich auch noch. Und was sich reimt, ist nicht immer gut. Darüber werden wir natürlich heute gleich sprechen. Und willkommen zur 111. Folge des Schalke-Podcast. Und da muss ich doch glatt mal überlegen, heute ist Veilchen Dienstag. Das passt ja wie die Faust aufs Auge zu Karneval. Ich als alter Jecke. Als alter Jeck. Ja, freue mich ganz besonders, dass wir heute die 111. Ausgabe bestreiten. Und unser Schalke-Experte Norbert Neubaum ist heute wieder zu Gast. Hallo Norbert, Glück auf. Hallo und Glück auf, René. Und großes Kompliment an dich, dass du das von Anfang an so gesteuert hast, dass wir am Veilchen Dienstag den 111. Podcast aufzeichnen. Sensationell. Also ja. Da zieh ich wirklich meinen Hut vor. Ja, genau. So war die Planung. Eigentlich auch umso ist schon gut, dass wir nicht morgen aufzeichnen. Man muss ja mal doch fairerweise erklären, wir hätten ja morgen eigentlich aufgezeichnet. Mittwoch ist immer unser Podcast-Tag. Morgen wird es aber zeitlich ein bisschen kribbelig, weil wir morgens beim Training sind, haben eine Mixzone, haben ein Interview. Und dann zeitgleich mit Podcast, das wird einfach, das hatte ich letzte Woche, das war nicht gut. Und das heißt ja auch, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ja, und dann die 111. Wir wollen ja nicht, dass für Schalke alles vorbei ist, um jetzt mal so ein bisschen pseudophilosophisch zu werden. Genau. Aber wir haben auch nicht nur deshalb verschoben, weil ich habe es ja gerade angedeutet, letzte Woche war es ein bisschen trubelig bei mir. Und da hatte ich so zwei, drei Dinge auf einmal. Und da hat sich doch tatsächlich ein Hörer, war ein Hörer. Achso, darf ich darauf hinweisen, unsere Kamera läuft. Wir sind auch jetzt quasi ein Vodcast. Das ist, glaube ich, seit 5 Folgen oder so haben wir auch die Kamera. Und irgendwann sitzen wir dann auch im schönen Studio, wenn es denn irgendwann mal fertig wird und werden dann in noch ruhigere Atmosphäre sprechen können. Hier laufen so ein paar Lüfter, so ein paar Serverlüfter. Aber es ist alles in Arbeit und wie gesagt, das ist auch ein Grund, warum wir verschieben. Was hat sich einer beschwert? Ich hätte mich letzte Woche daneben benommen. Du hast dich daneben benommen? Ja, beim Podcast. Ich hätte mich so verhalten, als hätte ich so diktiert meinen beiden Mitstreitern beim Podcast. Theresa und Tim waren letzte Woche da. Und dann hätte ich gesagt, ihr macht mal, ich arbeite jetzt hier weiter. Okay. Das habe ich auf mich wirken lassen. War er richtig angefressen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mit dieser Kritik konnte ich nicht umgehen, aber er hat recht. Man sollte sich tatsächlich auf eine Sache konzentrieren, was aber in dem Moment für mich überhaupt nicht relevant war. Das heißt, ich muss heute damit rechnen, dass du mir tatsächlich zuhörst? Ja. Okay, gut, dann muss ich mich darauf einstellen. Also, da ist schon mal gleich ein guter Hinweis. Kritik könnt ihr immer äußern, wenn sie konstruktiv ist, umso besser. Ansonsten gibt es auch mal eine nette Rückantwort. Gerne an unsere E-Mail-Adresse schalke-podcast@ Bitte nicht vergessen, podcast@recklinghäuser-zeitung.de. Auch das Ä gibt es ja nicht in der E-Mail, dann ein AE. Steht auch natürlich alles in den Shownotes. Und was da auch steht, ist, dass ihr unsere Plus-Artikel, wenn ihr die lesen wollt, auch abonnieren könnt. Momentan für 3 € in den ersten 3 Monaten. Einfach mal testen. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir hatten da letztens auch auf Social Media gibt es ja auch tolle Hinweise, natürlich machen wir eigene Werbung. Und dann stand dann auch drin, kriege ich ja auch alles kostenlos auf der Seite des S04. Musste ich ihm widersprechen? Nein, nicht ganz, weil wir haben eine andere Sicht auf die Dinge. Und die sind ja da tatsächlich dann auch ein bisschen mit Erfahrungswerten gemischt und eigenen Meinungen. Und diese einseitige Berichterstattung, glaube ich, des FC Schalke, wir können wir nicht einfach so stehen lassen für einen Fan, der gut informiert sein möchte. Da sind wir dann schon ein bisschen anders. Und die zweite Frage, die da kam, werden wir auch in der dritten Liga berichten? Da gehe ich zumindest von aus. Ich habe mich zwar konkret mit dem Fall noch nicht auseinandergesetzt, aber ich vermute mal, der wäre ja hauptsächlich für regionale Medien arbeiten, wird der FC Schalke 04 in diesen regionalen Medien natürlich auch als Drittligist oder würde. Um Gottes Willen, ich habe gesagt wird. Er würde, also ich wechsle. Ja, so abwegig ist das alles leider nicht. Ich wechsle mal ganz schnell in den Konjunktiv. Er würde also auch in der dritten Liga einen hoffentlich großen Raum in unserer Berichterstattung einnehmen.
Ich habe ähnlich geantwortet und habe gesagt, unsere Berichterstattung ist ligaunabhängig. Natürlich werden wir auch in der dritten Liga weiter berichten. Aber dieses Szenario wollen wir jetzt noch nicht ausmalen, auch wenn wir aber tatsächlich, wir predigen es ja auch immer den Spielern, die müssen das endlich verinnerlichen. Es ist Abstiegskampf pur und die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass der FC Schalke 04 am Ende dieser Saison absteigt. Und wir hatten immer noch so ein bisschen Puffer. Und der Puffer waren Mannschaften, die halt nicht gepunktet haben. Und diese Mannschaften, gerade mal Eintracht Braunschweig jetzt voranzunehmen, die punkten einfach. Und jetzt kannst du Glück, ein bisschen ketzerisch vielleicht sagen, können wir froh sein, dass Dimitrios Gramontzis in Kaiserslautern noch Trainer ist, dass sie momentan auch keine Punkte holen, obwohl sie uns ja hier weggehauen haben. Also ja, lass uns über die aktuelle Situation sprechen, die ist schlimm. Nach dem Spiel gegen Kiel habe ich ja immer den Talk mit dem Frank, meistens mit dem Talk, wenn Auswärtsspiele sind. Bei Heimspielen bist du das dann meistens, aber mir fiel es schwer, nach dem Spiel ordentliche Fragen zu stellen, weil ich völlig ratlos war. Was willst du fragen? Was willst du denn sagen? Was hast du denn für ein Spiel da gesehen? Da gibt es, glaube ich, auch keine gescheiten Antworten, oder? Wie hast du es denn gesehen? Nein, ich glaube, da gibt es weder in dem Moment direkt nach dem Spiel vernünftige Fragen. Es gibt keine vernünftigen Antworten. Ich glaube, ihr habt das betitelt, den ganzen Talk mit großer Ratlosigkeit. Und ich glaube, das trifft es tatsächlich am besten. Mir ging es genauso. Frank war in Kiel. Ich hatte quasi Innendienst. Habe das Spiel natürlich gesehen und war eigentlich auch ratlos, weil ich gehöre ja auch zu den seit Wochen und Monaten Predigern, Schalke wird nicht absteigen. Aber wenn ich dann so ein Spiel sehe, dann geht mir ja jedes Argument flöten, mit dem man diese Mannschaft irgendwie noch hochquasseln kann. Denn das war, nehmen wir das Spiel in Kaiserslautern auch noch dazu, dann hast du dazwischen das Heimspiel gegen Braunschweig gehabt, das hast du dann halt gewonnen, aber dann wieder so ein Rückfall. Und das war jetzt auch nicht zum ersten Mal. Wir drehen uns ja eigentlich während der ganzen Saison im Kreis. Wir landen ja eigentlich immer an der gleichen Stelle, dass wir Leistungen sehen, die uns mehr oder weniger fassungslos machen. Und Kiel war jetzt wieder ein weiterer Tiefpunkt. Das Beste, wenn wir ganz ehrlich sind, war ja eigentlich noch das Ergebnis. Wenn bei Licht betrachtet, musst du dieses Spiel höher verlieren, weil ich habe da nur eine Mannschaft gesehen, die Fußball gespielt hat und die, wie ich finde, auch aggressiver war. Das war Holstein Kiel. Also was Schalke da wieder geritten hat, ist mir... Bin ich völlig, völlig ratlos, hab auch keine Erklärung dafür, weil ich nach wie vor der Meinung bin. Dazu stehe ich auch wenn der Kader falsch zusammengestellt ist und wenn das alles nicht rund läuft. Aber trotzdem muss auch dieser Kader zu mehr in der Lage sein, als die Mannschaft unterm Strich tatsächlich bringt. Zumal, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einer Erklärung, warum wir Berichterstattung machen und jetzt, wenn jetzt ein Leser sagt, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Wahrscheinlich sagt der Verein, gegen Kiel kann man ja verlieren, stehen auf Platz 3. Ist ja machbar, ist ja keine Schande. Aber wenn man überlegt, in welcher Situation Kiel auch war, wie viele Ausfälle die hatten, haben in der Rückrunde einen einzigen Punkt geholt. Da fehlen dann erst nochmal weitere Argumente, um zu sagen, okay, du kannst nicht gegen Kiel mal verlieren. Das kann man nicht so stehen lassen, weil die spielen um den Aufstieg. Absolut. Kiel ist stark ersatzgeschwächt angetreten. Und Karel Geratz hat ja in der Pressekonferenz am Freitag war sie ja noch mehr oder weniger stolz darauf hingewiesen, welch großen Kader er mittlerweile zur Verfügung hat. Es ist ja nicht mehr so, dass Schalke, wie es ja lange war, viele Ausfälle hat, sondern es fehlen jetzt in Anführungsstrichen nur noch Asan Ouedraogo und Leo Greimel. Alle anderen sind spielfähig und dann kannst du nicht sagen, und ich glaube auch nicht, dass der Verein das macht. Also wenn der Verein jetzt noch nicht begriffen hat, dass man das jetzt tunlichst nicht machen sollte, nämlich zu sagen, naja, in Kiel können wir mal verlieren. Also ich hoffe mal, dass das zumindest in der Chefetage und wo auch immer, bei den Spielern bin ich mir da nicht ganz so sicher, dass da jetzt alle Alarmglocken mittlerweile angegangen sind und man sich jetzt dem Ernst der Lage auch tatsächlich bewusst ist. Wenn man sich die Spieler auf dem Platz anschaut, Marius Müller ist der Einzige, der da heraussticht, der da auf dem Platz stramm steht, auch mal laut wird. Was ist mit dem Simon Terodde los, der ja
eigentlich ein Führungsspieler ist, der auch nach dem, welches Spiel war das, wo er ausgewechselt wurde, in die Kabine gegangen ist und dann quasi Kaiserslautern, genau. Da hat er ja auch den Mund aufgemacht. Warum nicht vorher? Was ist los mit ihm? Ja, in Kaiserslautern, da gibt es ja dann auch schon wieder Beobachter, die sagen, das macht er dann einfach auch, um eben zu zeigen, also im Grunde so ein bisschen so eine kleine Showpräsentation, um zu zeigen, wie angefressen, wie sauer er ist. Es gibt auch Leute, die sagen, er sollte das mal lieber auf dem Platz zeigen, wie sehr er versuchen will, das Ruder rumzureißen. Simon Terodde hat mir am Sonntag, auch wenn er das nicht braucht und kein Leistungssportler will Mitleid haben, aber der hat mir am Sonntag fast schon leid getan. Das war ein Spiel überhaupt nicht für Simon Terodde. Wenn du Simon Terodde in deiner Mannschaft hast, dann musst du ihn auch irgendwie ins Spiel bringen. Und wir wissen alle, das ist Simon Terodes Spiel, fängt im Grunde im Strafraum an. Wenn er da in den Ball kommt, dann hast du eine relativ hohe Torwahrscheinlichkeit. Aber was soll er denn machen? Es fand am Sonntag, ich habe zumindest keins gesehen, es fand doch im Grunde überhaupt kein Schalke-Offensivspiel statt. Das einzig Konstruktive, was ich mal gesehen habe, war dieser Angriff über Karaman und Mörkin, der dann am Torwart scheitert. Das war ein Angriff, wo ich sagen würde, der hatte den Namen verdient. Alles andere, was dann so aufs Kieler Tor kam, das war ja mehr oder weniger mit dem Mute der Verzweiflung. Und der höhere Prozentanteil lag noch deutlich bei der Verzweiflung. Und das ist einfach nicht das Spiel von Simon Terodde. Er versucht dann ja, sich ein bisschen zurückzuziehen und sich die Bälle zu holen, aber das ist ja überhaupt nicht sein Spiel. Also dann sollte man wirklich darauf verzichten, Simon Terodde in die Startelf zu stellen, weil da tut man ihm keinen Gefallen mit, da tut man Schalke keinen Gefallen mit. Und alle, die jetzt auch auf Simon Terodde schimpfen und sagen, der ist längst drüber weg, ich hätte gerne mal am Sonntag, auch wenn der Vergleich völlig, völlig absurd ist, ich hätte gerne mal am Sonntag beispielsweise mal so einen Harry Kane bei Schalke gesehen. Auch ein Mittelstürmer. Ob der wesentlich besser ausgesehen hätte. Der hätte sich vielleicht 3 oder 4 Bälle im Mittelfeld mehr geholt, weil er einfach ja auch ein paar Jahre jünger ist, weil er noch ein bisschen frischer, fitter und vielleicht unterm Strich dann einfach auch besser ist. Aber ob Harry Kane in dieser Schalker Mannschaft am Sonntag irgendeine Torgefahr ausgestrahlt hätte, das wage ich einfach zu bezweifeln. Insofern nehme ich Simon Terodde ein bisschen in Schutz, aber ich stimme dir zu, oder ich stimme allen Kritikern zu, die sagen, so wie Schalke im Moment spielt und auch so wie Terodde spielt, sollte man dann wirklich im Sturm mal was anderes versuchen, ohne dass ich die Hauptverantwortung dafür alleine bei Simon Terodde sehe. Ja, wieder die Ratlosigkeit. Ich würde ja gerne ein Thema reinschmeißen, wenn ich an das Testspiel gegen Werl, hast du nicht live gesehen, aber du hast ja sicherlich gehört und auch gelesen. Und da hat der Schalke 4-1 gewonnen. Klingt ja super. Ist ein Drittligist, der, ich kann hier gerade mal gucken, Platz 10 momentan steht, hat die Niederlage gegen Schalke nicht gut verdaut, hat gegen Duisburg verloren und die sind ja auch am Kämpfen, dass sie nicht auch wieder weiter abrutschen. Ich hatte aber jetzt nicht aus diesem Grund die dritte Liga aufgerufen, weil dieses Szenario Relegation, ich gucke immer, wie sich das so entwickelt. Rot-Weiß Essen wäre natürlich der Super-GAU. Momentan wäre es noch Ulm. Aber nichtsdestotrotz, Werl war jetzt nicht ein Gegner, wo man sagt, den haut man mal eben 4-5-1 weg. Man hat oft genug erlebt, nehmen wir mal Saarbrücken in der dritten Liga, die im DFB-Pokal da für Furore gesorgt haben. Das Nachholspiel steht ja noch aus, vielleicht geht es ja noch weiter. Die können schon kicken. Aber wenn man dann sieht, dass Schalke ja wirklich erst gewonnen hat, nachdem die komplette U23, bis auf die Torhüterposition, da war Michi Langer drin, das Spiel quasi erst gedreht hat. Das 1-1, okay, hat Brian Lassme gemacht, aber das war ein ganz anderes Spiel. Wenn du die Jungs beobachtet hast, wie die auf dem Platz gelaufen sind, wie die Angriffe gespielt haben, und die Profis standen am Rand und haben zugeschaut. Also die müssten noch nach Hause fahren und denken, ach du Scheiße. Also ich stimme dir generell zu, was die Bewertung von Drittligisten betrifft. Der Fehler wird oft gemacht, dass man, gerade auch im Pokal, dass man bei Auslosungen dann so tut, als wenn
als wenn Drittligisten sich vormittags irgendwo auf der Straße getroffen hätten und würden dann abends zum Kicken antreten. Also das sind auch Profis. Also die machen auch im Grunde den ganzen Tag nichts anderes als Fußball zu spielen und die können natürlich auch was. Was ich überhaupt nicht ernst nehme, das weißt du, das ist eine nachhaltige Bewertung von Testspielen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, mit welcher Mannschaft Ferl da aufgelaufen ist und ob die vielleicht hinterher gewechselt haben, als die Schalke U23-Spieler dann zum Einsatz kamen. Aber auffällig ist, dass so ein Ereignis gab es ja im Grunde vorher schon mal unter Thomas Reis, wenn du dich erinnerst. Es gab ja mal dieses interne Testspiel. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Schalke Profis gegen Schalke U23, das ist dann Regionalliga. Und da hat ja die U23 gegen die Schalker Profis gewonnen und auch wesentlich besser gespielt. Nicht nur besser gespielt, sondern auch wesentlich engagierter. Und das war ja dann schon so zum ersten Mal, dass Thomas Reis aufgrund der dann natürlich folgenden Berichterstattung über dieses Testspiel, wir waren ja dann dummerweise eingeladen, uns dieses Highlight anzuschauen. Wir haben natürlich auch alle dann darüber berichtet, der andere ein bisschen gewaltiger, der andere ein bisschen zahmer. Aber das hat Thomas Reis überhaupt nicht gefallen und dann hat er ja schon zum ersten Mal so ein bisschen seinem Frust freien Lauf gelassen, indem er davon sprach, jetzt ist das alte Schalke wieder zurück. Das war gemünzt auf die Berichterstattung, alles nur negativ oder wie auch immer. Aber an dem Spiel konntest du auch nichts Positives sehen aus Profisicht. Und jetzt war es ja im Grunde wieder ähnlich. Jetzt hat den Profis wieder die U23 die Schau gestohlen. Und es gibt ja tatsächlich auf Schalke Meinungen, die sagen, also schlechter als die Profitruppe in dieser Saison spielt, kann es auch nicht werden, wenn Karel Gerards jetzt sich wirklich mal traut, ein paar U23-Spieler einzusetzen. Frank Lisinski plant für heute Abend, Dienstagabend, dann etwas größere Geschichte wohl drüber, um da mal auch Kandidaten vorzustellen, die da vielleicht in Frage kommen würden. Castelle war ja im Kader, jetzt war er, glaube ich, wieder nicht wieder drin. Und am Samstag waren Marc Wilmots und André Hechelmann, haben sich, glaube ich, zumindest die erste Halbzeit vom Spiel der U23 angeschaut. Also ganz teilnahmslos sind die da auch nicht. Also die gucken da schon hin. Und aber es wird natürlich schwierig, wenn Gerards hat jetzt 25 Mann im Profikader und den jetzt noch mit U23-Spielern aufzufüllen. Also dann müsste da jetzt schon wirklich einer so herausragen, dass Gerards sagt, so, der spielt jetzt. Der kriegt jetzt seine Chance, weil schlechter als in Kiel oder auch in Kaiserslautern oder auch in ganz vielen anderen Spielen kann es ja im Grunde gar nicht mehr werden. Aber dann verstehe ich Fußball nicht so ganz oder Karel Gerards nicht so ganz. Ich möchte da weit weg von Kritik, weil ich finde die Arbeit, die er macht, sehr gut. Also man kann das überhaupt auch gar nicht vergleichen, wenn man sich die Trainingseinheiten anschaut. Dann sind nicht mal ansatzweise solche Auffälligkeiten zu sehen wie beim Spiel, wenn Schalke dann auf dem Platz steht, wenn es ernst wird. Aber nichtsdestotrotz unterstelle ich dann doch, wenn ich so ein Testspiel sehe und er saß ja auf der Bank und hat dann einen Caparros, einen Van der Sloot und einen Castelle gesehen, die eh schon mit im Trainingslager waren und Vorbereitung mitgemacht haben. Das war also für mich glasklar, Welten besser und motivierter, nicht besser, sagen wir mal vom Kopf her motivierter als der Rest, der da auf dem Platz stand. Und muss ich ja leider auch sagen, bei dem ersten Testspiel, wo die U23 gespielt hat, hat der Keke Top auch noch für die U23 gespielt. Ne? Dieses Mal war es ja umgekehrt. Jetzt hat er ja schon bei den Profis gespielt und das war auch nicht mehr zu vergleichen. Also irgendwas muss ja natürlich da richtig falsch laufen, der Birne. Wenn du da immer jede Woche mit drin steckst, du gehst in jeder Woche mit voll viel Druck in so ein Spiel rein, das kann ja nur am Kopf liegen. Viele sagen ja auch, Qualität drauf geschissen, schlecht zusammengestellt, das mag sein, aber einzelne Qualität möchte ich da gar keinem abstreiten. Aber warum nimmt er dann die dreimal nicht mit? Verstehe ich nicht. Naja, vielleicht macht das ja jetzt irgendwann. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, wir sehen die Jungs dann in so einem Testspiel. Karel Gerards hat die natürlich die ganze Zeit dann um sich. Der sieht die im Training und ich unterstelle jetzt mal einem Fußballlehrer, einem dem Cheftrainer eines Profivereins, dass der auch eine gewisse Fantasie hat,
was von dem, was der hier jetzt in diesem Testspiel gegen unsere Profis zeigt, was kann der hinterher umsetzen? Und daraufhin wird er seine Entscheidungen treffen. Ich würde es mir persönlich auch mal wünschen, dass die Jungs mal zum Einsatz kommen. Ich würde gerne mal einen Castelle einfach auch mal nicht nur in den letzten 90 Sekunden sehen, sondern einfach auch mal ein bisschen länger, ohne dass ich weiß oder dass ich auch nur ansatzweise eine Vermutung habe, ob sich da was verbessern würde. Aber es wäre zumindest mal ein Ansatz, dass man sieht, dass auch die Profis ein Signal bekommen, so pass auf, ich Trainer Karel Gerards, ich habe jetzt einfach hier genug von euch, zumindest von dir und von dir und von dir, und dafür spielt jetzt der und der und der, der eigentlich überhaupt gar nicht hier für den Kader eingeplant war. Ich muss jetzt gerade gucken, weil ich es nicht mehr auf dem Schirm hatte, es war keiner von den dreien in Kiel mit dabei. Keiner war. Ja, weil der Kader natürlich jetzt mittlerweile wieder so groß ist, dass wenn du nur zwei Ausfälle bei den Profis hast, dann hast du da natürlich, sag ich mal, den ersten Zugriff. Und so richtig überzeugt ist Gerards von den U23-Spielern dann ja offenbar auch nicht. Auch nicht überzeugt, weiß nicht, ob man davon Überzeugung sprechen kann, aber überhaupt noch nicht so weit ist. Viele haben ja auch gehofft, auf der rechten Seite tut sich was. Also keiner hätte, glaube ich, damit gerechnet, also ich zumindest nicht, ich habe was völlig verpennt. Ich habe nicht mitbekommen, dass Cedric Brunner in der Woche ausgefallen ist, dass er krank war. Ich hätte echt gedacht, dass er nach der Sperre zurückkommt, wenn Sopi noch nicht fit ist, der Neuzugang. Was heißt nicht fit? Er kam ja in unsere Mixzone und hat ja gesagt, ich bin 100% fit, ich kann sofort spielen. Und vorher war es ja auch so, Marc Wilmots hat ja gesagt, wenn wir einen Spieler holen, dann müsste sofort helfen können. Oder in naher Zukunft. Nahezu, wie hat er den Wortlaut, kriege ich nicht mehr hin. Aber relativ schnell einsatzfähig sein. Jetzt haben viele darauf gewettet, okay, der steht zumindest im Kader gegen Kiel. Der ist nicht dabei, der ist jetzt ein paar Tage raus und spielt nach meiner Auffassung, habe ich nicht geprüft, sorry, wollte ich machen, nicht meine U23. Ja, weil ihm ja offenbar die körperlichen Voraussetzungen fehlen, um ein Spiel auf Leistungsniveau durchzustehen oder zu beginnen. Ich hatte ich hatte tatsächlich das Spiel gegen Ferl nicht gesehen, aber habe natürlich dann sofort. Ich war übrigens in Portugal an der Algarve, genau da, wo Schalke sein Trainingslager hat. Ich wollte mal sehen, so nach dem Motto, wo alles begann, aber wo diese wunderbare Rückrunde quasi entstanden ist. Ja, die Stimmung war ja gut da unten. Top, top. Ja, für dich auch. Ja, ja, absolut, absolut. Aber du hast Golf gespielt. Ja. Das ist ja tatsächlich ein Paradies da in der Gegend. Ich war auch schon ein paar Mal da und immer wieder schön. Aber gut, wir schweifen ab. Brandon Sopi, ja. Ich habe natürlich auch sofort mit Frank dann Kontakt gehabt nach dem Pferdspiel. Wie war denn der Sopi? Und Frank sagte, wenn ich es höflich formuliere, dann unauffällig. So, und dann weiß ich schon, was dahinter steckt. Also der muss überhaupt nicht klargekommen sein, muss überhaupt nicht überzeugt haben. Und das passt aber alles auch wieder in diese ganze Schalker-Saison. Du hast das Gefühl, alles, was die anpacken, irgendwie so richtig funktionieren, tut's nicht. Ich will jetzt aber auch noch kein vorschnelles Urteil fällen, weil ich sage mal, es ist vielleicht ist es vernünftiger, wenn man ihn wirklich jetzt erstmal rauszieht. Und Ziel ist ja jetzt das Heimspiel gegen St. Pauli und ihn bis dahin versucht aufzubauen. Als wenn man ihn jetzt wirklich schon in der großen Not bringt und er im Grunde jetzt hier so spielt, dass er dann eigentlich fast schon wieder unten durch ist. Das nutzt ja auch keinem was. Also wenn es wirklich zum St. Pauli-Spiel klappt, dann hat Schalke, glaube ich, noch ich weiß gar nicht, Anfang März. Dann sind es, glaube ich, noch ungefähr 10 Spiele. Und dann ist mir einer lieber, der in den 10 Spielen wirklich helfen kann, als jemand, der dann im Grunde schon frühzeitig sozusagen verheizt worden ist. Das nutzt auch keinem was. Aber es passt natürlich alles auch nicht zu dem, was gesagt wurde. Karel Gerards hat ja auch in der Winterpause gesagt, er möchte keinen
keinen Reservespieler von einem Bundesligisten, der wenig Spielpraxis hatte. Dann haben sie ja versucht, es gab ja vor Sopi ein, zwei andere Kandidaten. Der eine war ja sogar schon hier und hat ja einen Teil seines Medizinchecks schon gehabt und ist dann wieder abgereist. Also Sopi war ja ohnehin jetzt nicht die A-Lösung. Das kann man ja so sagen, das ist ja kein Geheimnis. Und insofern muss man da jetzt einfach erstmal abwarten, ob das überhaupt noch was wird. Grundsätzlich gilt, gerade bei Wintertransfers, da musst du schon ziemliches Glück haben und ein Gespür einfach auch haben, um Spieler zu kriegen, die dir wirklich auf diesem Niveau sofort weiterhelfen. Weil wenn die alle voll im Saft stehen würden, wenn die alle eine Riesensaison spielen würden, dann würde der alte Verein die ja nicht abgeben. Das hat ja alle seine Gründe, warum die im Winter zum Verkauf stehen. Schalke hat in der letzten Saison mit Moritz Jens da einen absoluten, na, ich will nicht sagen Glücksgriff, sie haben sich ja was dabei gedacht, aber einen absoluten Volltreffer gelandet. Aber sowas ist natürlich selten, dass dir wirklich auf Anhieb dann einer so nachhaltig noch in der Rückrunde weiterhilft. Deswegen habe ich jetzt an Sopi ohnehin jetzt nicht so die ganz großen Erwartungen gehabt und habe sie auch nach wie vor nicht. Aber es ist natürlich schon seltsam, dass ein Spieler hinkommt, der dann erstmal jetzt über Wochen quasi aufgepäppelt werden muss. Aber das passt alles zur gesamten Gemengelage in dieser Saison. Ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht. Tatsächlich? Ja, weil dieser Transfer ist ja nun mal oder geht auf die Kappe von Marc-Willem Ott. Da sind wir uns einig. Und da habe ich mir dann so gedacht, mein Gott, der kann doch nicht so einen Start in ein Team machen, wo er auf den Tisch haut und sagt, hier wird sich einiges ändern. Viele haben ihm die Sache auch nicht zugetraut. Er hat ja dann gesagt, wir können ja gleich mal reinhören. Ich hab noch den Originalton, wo er die Frage gestellt bekommen hat im Trainingslager, ob er das denn überhaupt kann, weil das hat er ja noch nie gemacht. Ach komm, wir hören jetzt mal rein. Vielleicht kriege ich dann die Kurve besser hin. Also man hat es schon ein paar Mal gehört, aber man muss sich auch noch mal jetzt ein paar Tage später oder Wochen später auf der Zunge zergehen lassen. Ich war bei dem Nationalverband. Hast du mehr in Büroarbeit und Scouting. Ich habe 3 Jahre Scouting gemacht. Und dann habe ich meine Mannschaft gebaut, um Erfolg zu kriegen. Dass wir sagen, das sind alles Technikabteilung, Medizinabteilung, die Flugzeug, alles habe ich geregelt. Das war eine Rolle des Sportdirektors, aber auch Trainer, auch dabei. Das ist eine doppelte Funktion. Wenn du hast wenige Spiele in der Nationalmannschaft, dann musst du alles koordinieren. Und ein techniker Staff baut, die wirklich top ist, wirklich maximal. Wenn du das schaffst, dann hast du ein gutes Ergebnis und gute Spiele und dann haben wir so ein gutes Weg gemacht in Belgien. So. 2 Dinge sind mir aufgefallen, die ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Einmal die Sache und Trainer. Es gibt ja jetzt schon viele, die sagen, der mischt sich zu viel ein. Mischt er sich zu viel ein? Hast du auch den Eindruck? Also ich, oder ist es gut, dass er sich einmischt? Ich möchte eigentlich, dass ein Sportdirektor sich zumindest in der Form einmischt, als dass er seine Meinung da auch klar äußert. Ich finde, irgendwo gehört das zu den Aufgaben eines Sportdirektors auch dazu. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass er Karel Gerhardt die Aufstellung diktiert. Aber ich finde, dass da ein Austausch stattfindet zwischen den beiden, halte ich für absolut notwendig. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass Karel Gerhardt sagen kann, Willi, halte dich da raus, läuft doch alles super. Also ich halte die Situation durchaus für angebracht, dass ein Sportdirektor sich da in irgendeiner Form auch einbringen muss. Was mir jetzt aufgefallen ist an dem Zitat von Marc Wilmers, hört sich ja alles super an erstmal, finde ich klasse, ist ja plausibel, würde ich sofort nehmen, den Mann. Ja. Aber er spricht natürlich auch von einem Zeitraum von 3 Jahren. So, und hier bist du in einer Situation, da geht es eigentlich um Wochen. Ja, du musst es jetzt in dieser Winterpause mit ganz wenigen Mitteln, die offenbar zur Verfügung standen. Ich nehme an, da wird Willi selber erstaunt gewesen sein.
Musstest du jetzt krampfhaft noch irgendwas basteln, irgendwas versuchen, um zumindest, sage ich mal, einen Arbeitsnachweis zu bringen? Also wenn sie jetzt gar nichts gemacht hätten, dann hätte man auch sagen können, naja, dann hätte man Wilmots nicht holen müssen. Jetzt haben sie zumindest Scholinov zurückgeholt. Ich hoffe mal nicht nur für die Schalker Seele, sondern auch, dass das auf den Platz bringt. In Kiel ist ihm das nicht geglückt nach seinem Raketenstart in Kaiserslautern. Und auf den allerletzten Drücker kam dann ja Suppi mit den bekannten Vorgeschichten, mit den anderen Kandidaten, die es da gab. Eben weil man, da siehst du aber auch, wie groß man offenbar die Not auf dieser Position empfindet, dass man einen Transfer macht, von dem man ja dann wissen muss in dem Moment, dass der noch gar nicht auf Anhieb zünden kann und dass das erstmal reichlich Kritik hageln wird. Die sind ja alle nicht blöd, die wissen doch selbst, wir holen Spieler, der braucht 3-4 Wochen, bis der überhaupt spielfähig ist, und dafür kriegen wir auf die Fresse. Das wissen die, und trotzdem nehmen sie es in Kauf, trotzdem machen sie es. Und ich bin einfach mal gespannt, und ich hoffe für Wilmots, für Soppi, für Schalke, dass der Junge irgendwie die Kurve noch kriegt. Ja, und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Eigentlich wollte ich ja sagen, man kreidet ihnen den Transfer ja schon an, dass das halt schon Murks war, weil die gesagt haben, die wollen einen Spieler, der sofort hilft. Ich muss mal ganz ehrlich sein, dieser Brandon Soppi hat mir bei der Mixzone, also bei dem Interview nach dem Training, quasi die Vorstellung, die wir bekommen haben vom Verein aus, überhaupt nicht gefallen. Also der kam mir ganz suspekt rüber. Ich hatte den Eindruck, der erzählt einfach Stuss. So, es fing an mit dieser Vorgeschichte, mit diesem ominösen Bild, was im Social Media kursierte, wo er im Dortmund-Trikot da stand, wo er dann sagte, war er nicht. Er hat es nur für einen Freund gepostet. Das ist schon mal Schwachsinn aus meiner Sicht. Dann erzählt er tatsächlich, dass er Schalke kennt. Er war noch nie in Deutschland. Er war noch nie in Deutschland, aber ist großer Fan vom FC Schalke 04. Schon seit seit Kindheit an. Sein Lieblingsspieler war, glaube ich, Choupo-Moting. Choupo-Moting, genau. Also das mag ja durchaus sein, aber das passt ja irgendwie auch für den Zeitraum, glaube ich, nicht so ganz. Aber der erzählt doch Blödsinn. Dann stellt er sich dahin und sagt, ich kann sofort helfen. Ich bin 100% fit. Ich traue mir das zu. Mir ist es auch scheißegal, welche Systeme ich spiele. Er hat ja auch diese Systemfrage gestellt bekommen. 3er, 4er, 5er, völlig egal. Ich habe noch gedacht, der sagt gleich noch 6er. Kette ist mir auch egal. Also, ich glaube, der Junge ist einfach so ein Typ, der noch gar nicht reif genug ist im Kopf, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht den Anschein machen, wie soll ich es ausdrücken, dass er einfach Kacke ist momentan. Also er ist einfach noch nicht so weit und fähig, diesem Verein zu helfen, und das weiß er wahrscheinlich auch selber, aber möchte das mit irgendwelchen unsinnigen Aussagen überspielen. Da kenne ich ja schon so ein paar andere Spieler, die sich auch immer hingestellt haben und gesagt haben, ich bin der Größte, und wenn es auf den Platz ging, war es völlige Rotze. Sorry. Ja, ein vernichtendes Urteil. Du raubst, ja, du raubst, also, ich werde, glaube ich, meine letzten Illusionen, dass Soppi hier auf Schalke noch zum Volltreffer. Ja, aber das hat mich schon sehr, wir haben das alle wahrgenommen und haben auch alle gesagt, ja, der hat sich schon jetzt ein bisschen komisch verhalten. Aber jetzt macht das irgendwie Sinn, wenn man immer auf dem Wilmots rumkloppt und sagt, was hat der denn da geholt? Wenn der Soppi sich da hinstellt und sagt, ich meine, der hat ja auch einen Marktwert. Das beurteilt ja auch nicht Marc Wilmots oder andere, das beurteilen ja andere. Er muss ja irgendwo auch was kennt, wo wir wieder bei der Qualitätsfrage sind. Ich glaube, jeder Spieler auf Schalke hat eine gewisse Art von Qualität, nur die passt halt nicht. Und der passt leider aus meiner Sicht auch nicht. Für Soppi sind mal 8 Millionen Euro, glaube ich, an Ablöse bezahlt worden. Aber denk dran, für Timo Baumgartl sind auch mal 11 oder so, 13 Millionen. Auch ein schwieriger Charakter, aber ich... Bezahlt worden und spielt auch keine Rolle. Ja. Obwohl Schalkes Abwehr ja nun wirklich nicht die sattelfesteste ist. Ich kann das, was du über den Charakter Soppi sagst, kann ich nicht beurteilen. Ich war in der Mixzone nicht dabei. Ich wehre mich eigentlich auch seit meiner beruflichen Laufbahn dagegen, Spieler zu beurteilen oder einzuschätzen, nach dem zu urteilen, was die uns da in diesen 3 oder 4 Minuten in der Mixzone sagen. Ich will ihn jetzt mal ein bisschen verteidigen. Ein junger Mann kommt irgendwo hin, weiß vielleicht wirklich überhaupt nicht, was er da gerade soll, wo er da gerade ist, kriegt Fragen gestellt. So, und wenn er jetzt sagt, auf die Frage, wie fit er ist, wenn er sagt, oh Freunde,
macht mal halblang. Ich brauche aber noch 3 bis 4 Monate. Ist auch scheiße, klar. Ist auch nicht gut. So, also hat er wahrscheinlich gesagt, ich will sofort helfen, ich kann helfen. Ich weiß es einfach nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich lasse mich nur von dem überzeugen, was er auf den Platz bringt. So, da hat Schalke jetzt erstmal, hat ihn aus dem Verkehr gezogen. Ich will ihn im St. Pauli-Spiel, will ich ihn zumindest im Kader sehen. Und wenn er im Kader ist, will ich nach Möglichkeit auch, dass er spielt. Und wenn er spielt, dann will ich auch, dass er gut spielt. Dann erlaube ich mir ein Urteil darüber. Im Moment stehen die Sterne da nicht besonders gut, da bin ich bei dir. Aber es soll ja durchaus Schalke-Fans geben, bei denen Choupo-Moting Lieblingsspieler war. Das würde ich jetzt gar nicht so, ja. Das würde ich gar nicht so in Abrede stellen. Heute habe ich noch gelesen, was waren das noch für Zeiten, als Schalke als größtes Problem hatte, dass Di Santo nicht getroffen hat? Ja. Ja, in der Tat. Aber Norbert, ich muss auch nochmal sagen, das war nicht mein Eindruck nach dem Interview. Den hatte ich so nicht. Ich habe schon gesagt, der hat schon ein bisschen auf der Kacke gehauen und was soll er denn auch anderes sagen? Mit Schalke-Fan war ein bisschen drüber. Aber im Nachgang, durch diese ganze Draufhauen auf Marc Wilmots, habe ich mir gedacht, vielleicht hat er sich ja genauso blenden lassen. Naja, also das sollte ihm nicht passieren. Also wenn die jetzt wirklich einen völligen Flop, wenn die wirklich eine völlige Pfeife geholt haben und Soppi erfüllt im Grunde genau die Erwartungen, die du jetzt gerade ausgesprochen hast, nämlich dass der überhaupt nicht reif ist, nicht dazu in der Lage ist, hier professionell zu helfen, dann hat Marc Wilmots aber die Kritik auch verdient. Denn dann ist das ein absoluter Fehlgriff. Und gerade in der Situation, wo du dir überhaupt keinen Fehlgriff leisten kannst, und dann fällt das natürlich auf Wilmots zurück. Aber wie gesagt, lass uns doch vielleicht jetzt einfach erstmal die paar Tage noch abwarten. Schalke hat außer Soppi auch noch ganz viele andere Baustellen. Soppi ist nicht die einzige und wir werden ja sicherlich irgendwann nochmal hier sitzen, wenn Soppi dann mal gespielt hat oder auch nicht gespielt hat und dann werden wir sicherlich die gesammelten Eindrücke, auch die aus der Mixzone, die ich durchaus ernst nehme. Ich sage jetzt nicht, du bildest dir da irgendwann ein oder wie auch immer. Ich kann es halt nur nicht beurteilen und dann lass uns über Soppi mal ein einigermaßen finales Urteil fällen. Ja, bis St. Pauli sind es noch 2,5 Wochen. Also ich finde, jetzt, weil du gesagt hast, hat genug andere Baustellen, die größte Baustelle, die jetzt kommt, ist das Heimspiel gegen Wien Wiesbaden, weil das musst du wieder einmal gewinnen, um da wieder ein bisschen Luft nach unten zu kriegen, weil ich glaube auch, dass Rostock irgendwann nochmal einen Lauf bekommen kann. Und ja, du lebst ja im Moment als Schalke-Fan wirklich nicht mehr von der Überzeugung in die eigene Mannschaft, sondern nur von der Hoffnung, dass es am Ende 3 schlechtere Mannschaften geben wird. So, dann nehmen wir mal jetzt vielleicht mal Osnabrück einfach schon mal raus, die, glaube ich, die es schwer haben werden, die Kurve da unten noch zu kriegen. 11 Punkte Abstand. So, und dann hast du halt die Verdächtigen Rostock, Kaiserslautern, Schalke, Braunschweig. Vielleicht erwischt es noch eine Mannschaft, die im Moment oder die lange überm Strich stand, die am Schluss aber noch unten reinrutscht. Wen Wiesbaden könnte so ein Kandidat sein. Lass die auf Schalke verlieren. Und vielleicht kriegen die dann auch nochmal die Flatter irgendwo. Ja, dann sind sie einen Punkt noch vor. Genau, dann sind sie einen Punkt noch vor Schalke, aber sind ja auch noch einige Punkte zu vergeben. Und dann wird man das alles sehen. Schalke muss, natürlich, klar, muss, ist immer so ein großes Wort. Die Situation ist ja wieder ähnlich wie vor dem Spiel gegen Braunschweig. Das haben sie dann ja 1-0 gewonnen und so eine ähnliche Auseinandersetzung, glaube ich, eigentlich auch dann jetzt für den kommenden Samstag. Wiesbaden ist ein zäher Gegner, denk ans Hinspiel. Schalke war eigentlich überlegen, hatte 1-0 geführt, müssen auch nachlegen oder sollten nachlegen das zweite. Und dann in der letzten Minute, ich glaube, so ein Slapstick-Tor. Ne? Genau. Matriciani wollte den Ball klären, hat aber dann Wiesbaden angeschossen und der Ball war drin. Die geben sich auf jeden Fall nicht so schnell geschlagen, glaube ich. Ja, war ja auch noch, lass es 90 plus 7, gab es ja noch die dicke Chance sogar zum Sieg für Richtig. Wiesbaden. Richtig, ne? Also ja. Das hätte auch schon ganz anders ausgehen können und
dann werden die noch weiter vor. Und dann danach kommt ja das Spiel gegen Magdeburg. Auch punktgleich mit Wiesbaden, auch 27, 4 Punkte vor. Das sind natürlich Mannschaften, die man gerne schlagen darf. Die darf man gerne schlagen. Magdeburg aber in der Arena, ich finde, eine überragende erste Halbzeit, zumindest eine erste halbe Stunde gespielt. 4-3 war das, ne? 2-0 geführt, Magdeburg. Ach so, das Spiel. Dann sind sie ein bisschen leichtsinnig geworden. Dann haben sie so ein bisschen versucht, Hacke, Spitze, 1-2-3, haben ein paar gute Konter liegen lassen. Und dann hat Schalke ja 4-3 gewonnen durch einen Kraftakt in der zweiten Halbzeit. Aber Magdeburg hat jetzt zu Hause St. Pauli geschlagen. Ja, erste Niederlage für St. Pauli. Richtig. Ja, aber auch da muss man ja auch mal, und aus Erfahrungswerten weiß man ja, Mannschaften, die in der Hinrunde gut performt haben, könnten auch mal einen Einbruch erleiden. Ja. Das hatte ich jetzt bei Kiel gedacht, aber nach der Nummer, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Leistung von Kiel bewerten soll. Also die haben da Spieler reingeworfen, junge Spieler reingeworfen, mussten quasi das komplette Zentrum neu besetzen und das hat irgendwie super funktioniert. Also was war an den anderen Spielen anders? Weil sie wieder gegen Schalke gespielt haben, eine ganz besondere Motivation. Dann auch noch Steven Skripski, der dann auch noch ausgerechnet das Tor macht. Holtby war zum Glück gesperrt. Ich glaube, der hätte auch, obwohl die ja sich da hinstellen, auch Timo Becker, die haben ja nach dem Spiel gesagt, es tut einfach weh, wenn man sieht, wie der immer noch Herzensverein, das wundert mich manchmal tatsächlich. Alle, die auf Schalke waren oder viele, die auf Schalke waren, die sagen, die werden Schalke immer im Herzen haben. Wenn das alles immer so toll ist, warum funktioniert es denn dann hier nicht? Also das verstehe ich einfach nicht. Warum schießen die dann Tore gegen Schalke, wolltest ja, du sagen? Wenn, genau, das wäre ein guter Move gewesen, wenn der Timo einfach mal ein Eigentor gemacht hätte. Timo Becker ist ja, glaube ich, glaube ich, tatsächlich so ein Sonderfall. Ich kann mich noch erinnern, dass als Schalke aufgestiegen war, da war der da. Das Spiel gegen St. Pauli. Zu dem Zeitpunkt war er ja ausgeliehen an Hansa Rostock. Mhm. Und dann haben wir hinterher, waren wir in der Redaktion, haben Bilder gesichtet, haben so eine Bildergalerie gemacht. Auf einmal vor der Fankurve sehe ich da einen stehen mit einem Kasten Bier in der Hand. Ich denke, der sieht aus wie der Timo Becker. Aber das geht ja gar nicht, der ist ja in Rostock, was soll der hier? Naja, und dann hat sich aber dann halt rumgesprochen, der war gekommen zu dem Schon und hat dann mit seinen Kollegen mitgefeiert. Also Timo Becker ist ja sicherlich so ein Sonderfall, find ich aber klasse, aber wenn du dir seine Vita anguckst, der ist ja auch ein Junge des Ruhrgebiets, ist geboren in Herten, hat gespielt in Gelsenkirchener Verein, Erle 08, ich glaube SSV Burta gespielt, Schalke, dann ist auch mal nach Rot-Weiß Essen gegangen, dann wieder Schalke. Klassisches Beispiel, hat man ihm hier nicht den Durchbruch zugetraut, ich muss gestehen, ich war auch skeptisch, ja, und heute wäre man vielleicht froh, wenn man zumindest den Timo Becker von der Verfassung, die er jetzt in Kiel hat, wenn man den hätte, er war ja sogar Kapitän am Sonntag. Ja. Aber sonst ist Holtby Kapitän, ne, glaube ich. Sonst ist Holtby Kapitän. Ja, also. Du fragst, was hat Kiel anders gemacht? Ich habe die anderen Spiele von Kiel jetzt nicht gesehen, kann mir da also nur schlechten Urteil drüber erlauben, aber die waren, glaube ich, auch relativ eng, also so weit waren die da jetzt auch nicht vom Sieg weg. Ich finde, was du bei Kiel einfach gesehen hast, dass die haben Abläufe gehabt, die haben bestimmte Mechanismen gehabt, wie die den Ball haben laufen lassen. Die haben den Ball von hinten schon, die haben von hinten schon kombiniert. Schalke, wenn Schalke den Ball 20 Meter vorm eigenen Tor hat, dann fängt im Grunde bei denen schon die Ratlosigkeit an, die bei uns nach dem Spiel herrscht. Dann geht es entweder zurück oder der Ball wird lang nach vorne geschlagen in der Hoffnung, irgendwas wird dann schon passieren. Und das ist auf Sicht kein probates Mittel in der zweiten Liga. Da können die können mittlerweile alle gut Fußball spielen in der zweiten Liga. Ich glaube schon, dass die ganze Liga hat sich da unheimlich entwickelt. Und ich habe ja nicht umsonst in der letzten Schalker Pressekonferenz Karel Gerards nach dem Comeback von Asan Ouedraogo gefragt, weil ich glaube, so ein Spieler fehlt ja einfach. Einer, der die in guter Form, könnte das auch ein Drechsler sein, wenn er in guter Verfassung ist. Einfach einer, der den Ball haben will und der dann auch Lösungen mit dem Ball hat. Und der eine andere Lösung hat, als den Ball einfach nach vorne zu schlagen, sondern einer, der auch mal versucht, ein bisschen zu kombinieren, dass da überhaupt mal so eine Art Spielfluss entsteht. Den gibt es ja bei
Schalke überhaupt gar nicht. Und dann kommen wir wieder drauf und darunter leidet natürlich dann auch so ein Simon Terodde, weil es landet ja nichts Vernünftiges dann im Strafraum. Du kriegst die langen Dinger, siehst du auf dich zufliegen, du hast zwei, drei Verteidiger gegen dich. Was willst du da machen? Du kannst maximal einen Ball mit der Brust mal vielleicht mal festmachen, kannst dich faulen lassen. Ich kann mich erinnern, in Kiel hat Simon Terodde einen Freistoß rausgeholt in der ersten Halbzeit. Der hat den Freistoß bejubelt wie ein Tor. Weil es mal was gelungen ist in der Aktion. Weil ihm was gelungen ist, weil es zumindest mal irgendwas Positives war, was er für die Mannschaft beisteuern konnte. Der merkt ja selber, ich bin überhaupt nicht im Spiel. Ich könnte jetzt rausgehen und keiner wird es merken. Die sind doch alle einigermaßen. Ich hoffe auch Brandon Soppi irgendwann mal, auch wenn du das bezweifelst. Die sind aber doch alle einigermaßen kleine Birne, die wissen doch, was da in so einem Spiel passiert. Und dann Simon Terodde, der ist 35, der merkt doch nach 20, 25 Minuten, wir finden hier nicht statt und ich finde hier überhaupt gar nicht statt. Und dann macht er irgendwas, holt einen Freistoß raus und ballt die Faust, als wenn er wirklich gerade das Tor zum Klassenerhalt geschossen hätte. Das finde ich ja durchaus positiv, dass man sich da selbst anfeuert. Was mir aber wirklich auf den Sack ging oder geht mittlerweile, ich denke immer, die spielen immer eine Szene ein von Simon Terodde. Das ist immer die gleiche Szene. Wenn der gefoult wird, der fliegt immer gleich. Der liegt immer gleich auf dem Boden. Alle Viere, dann liegt er da, Arme von sich gestreckt, haut einmal auf den Boden, steht auf, meckert. Ja gut, immerhin einer, der seine festen Abläufe hat. Ja, aber ich finde tatsächlich zu viel Theatralik. Vielleicht auch eine Art von, ich muss mal eben jetzt hier kurz Dampf rausnehmen, weil wir schon wieder völlig das Spiel verlieren. Kann ja auch sein, dass das vielleicht auch ein gutes Mittel ist, um vielleicht mal zu sagen, jetzt kurz Break, weil die spielen uns gerade hier gegen die Wand. Ich kann mir das vorstellen, einfach auch so, ja im Grunde so wie du sagst, einfach auch um irgendwie ein verzweifeltes Zeichen zu setzen. Du merkst, du kannst sonst keine Impulse setzen. Also jetzt mal wenigstens hier. Jetzt stehe ich mal hier im Mittelpunkt, es gibt Freistoß für uns und jetzt haue ich mal und fluche und wie auch immer, einfach um zu zeigen, so ich bin da, wir sind da und nicht nur Kiel spielt hier, sondern Schalke gibt es auch noch. Es ist natürlich alles Zeichen setzen auf niedrigem Niveau und auch auf durchschaubarem Niveau, aber wenn es ihm hilft, dann lass ihn so fallen und lass ihn mit der Faust auf den Rasen trommeln. Ja, wenn es denn helfen würde, aber gegen Kiel hat es ja nicht geholfen. Ja, das Ergebnis steht ja nur mal da mit 1-0 und alle sagen, naja gut, war ja knapp, war nicht knapp. Aber ich bleib dabei, ich wehre mich dagegen, die Hauptverantwortung da Simon Terodde in die Schuhe zu schieben. Ach, das mache ich auch nicht. Ich habe nur gesagt, dass das auffällig ist, dass er da immer gleich fällt und immer gleich meckert. Aber im nächsten Moment, als ich das ausgesprochen habe, gedacht habe, ja, vielleicht ist es ja auch wirklich was Positives, ein Stilmittel quasi, um ein bisschen Dampf rauszunehmen. Also, heute habe ich ein bisschen draufgekloppt, ne? Soppi, Simon. Ja, ich bin erschrocken, René. Ja, wahrscheinlich viele andere also wieder auch. Brandon Soppi, ich wünsche Brandon Soppi jetzt noch 10 oder 11 super Spiele und nach der Saison ein abschließendes Gespräch mit dir. Du, dem stehe ich gerne positiv gegenüber. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es so bleibt. Jeder soll sich ja entwickeln und jeder muss sich ja entwickeln. Ich habe halt den Eindruck, dass es einfach, dass er denkt, er ist... Wie alt ist Brandon Soppi? Also mit Altersfragen wurde ich hier im Podcast schon öfter konfrontiert und bin ja völlig immer auf die Nase gefallen. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche gesagt, dass Keke Top schon 22 ist. Der ist erst 19. Das war mir gar nicht bewusst. So, ich google. Brandon Soppi ist, also hat einen Marktwert von 6 Millionen Euro. Also das kommt ja nicht von ungefähr. 21 Jahre. 21, naja. Steht das auch, wie er die letzten Spiele bestritten hat? Hat ja wenig gespielt. Hatte, glaube ich, nur 137 Einsatz. Minuten oder 177, irgendwas in der Richtung. Ja, ich will's. Oh Gott, nee, da gucke ich gar nicht rein, weil da muss ich dann wieder schimpfen. Nein, ich wünsche es natürlich auch, vor allen Dingen wünsche ich mir es für den Verein. Ich wünsche mir auch, dass Cedric Brunner die Kurve kriegt.
Ja, ist ja auch so ein. Aber gut, er wäre ja jetzt für die Position, so wie man es sich wünscht, dass man hinten einen hat, der auch nach vorne Dampf macht, ist ja Brunner sowieso nicht dafür da. Darum wünsche ich natürlich, aber selbst wenn Cedric Brunner jetzt nicht der große Dampfmacher nach vorne ist, aber trotzdem hätte man sich ja auch von ihm eine bessere Saison im Grunde vorgestellt. Er hat ja in der ersten Liga hat er ja zumindest relativ zuverlässig meistens seinen Part erfüllt. Und jetzt ist er auf einmal für die zweite Liga offenbar zu schlecht oder im Moment nicht dazu in der Lage, das zu bringen. Das sind immer so Dinge, die mich wundern. Oder ich habe den Namen gerade genannt, auch ein Dominik Drexler. Findet ja im Moment auch nicht statt. So, alles Jungs, die Drexler ist ja sogar mit Schalke aufgestiegen, hat in der ersten Liga ja auch ein paar ganz ordentliche Spiele gemacht. Und das ist jetzt auf einmal alles, die ganze Truppe ist vom ganzen Niveau her irgendwie, finde ich, komplett abgesackt. Kopftot. Ja. Torhüter ausgenommen. Jetzt ja, das woran liegt das? Also auch wenn man beim Training dabei ist, dann sieht man ja nicht diese Gesichter, die man dann sieht, wenn ein Spiel beginnt. Oder diese Aktion am Ball oder versuchten Aktionen am Ball, das wirkt ja völlig ratlos. Wenn sie den Ball haben, wissen sie nicht wohin, gestikulieren dann auch noch und zeigen in die Menge, ja, wo soll ich denn hinspielen, und spupp ist der Ball weg. Im Training ist das nicht so. Das ist auch lauter. Obwohl ich auch wiederum sagen muss, mein subjektiver Eindruck auf jeden Fall ist das nur, wenn die U23 und Schalke gleichzeitig trainieren, ist bei der U23 definitiv mehr Dampf von der Lautstärke her. Ja, mir Lautstärke ist immer ein gutes Thema. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Mir ist das aufgefallen damals in der Corona-Saison, als es mit Schalke dann ja so langsam oder steil dann irgendwann bergab ging. Eines der ersten Heimspiele, wenn nicht sogar das erste Heimspiel, war gegen Augsburg ohne Zuschauer. Also da war wirklich gar nichts mit Zuschauer, da waren nur eben die Offiziellen und wir oben auf der Pressetribüne durften auch in reduzierter Anzahl zugucken. Da hast du natürlich alles unten gehört, was da gerufen oder auch nicht gerufen wurde. Und zum einen war das für mich beruhigend, weil ich festgestellt habe, die haben das gleiche Vokabular wie Amateurfußballer auch. Also da wird genauso oft, ich kann das hier sagen, Scheiße und wie auch immer. Und oder die rufen auch dann Spiel steil und nicht Spiel vertikal. Also die klassischen Fußballerbegriffe werden von denen gerufen. Aber worauf ich hinaus will, Augsburg war wesentlich lauter. Von Schalke hast du nichts gehört. Augsburg war sowohl von der Bank als auch auf dem Platz waren die wesentlich präsenter. Und Augsburg ist ja jetzt auch keine Mannschaft, die mit der ganz breiten Brust durch die Fußballrepublik tourt. Aber das war mir schon aufgefallen. Die haben dann auch gewonnen, Augsburg. Es wird jetzt nicht, du gewinnst alleine mit Lautstärke kein Spiel, aber dass die irgendwie ganz anders drauf waren als Schalke, das hast du daran schon gemerkt. Und das deckt sich ja irgendwie auch so ein bisschen mit deinen Ermittlungen beim Training. Ich hab auch das Gefühl, nicht nur Lautstärke, auch Körpersprache ist ja auch immer so ein Thema. Jetzt gegen Kiel. Ich sehe so überhaupt keine Überzeugung bei Schalke in den ganzen Aktionen, auch in Zweikämpfen, wo es wirklich 50-50 ist, wo du sagst, so, jetzt beide haben im Grunde gleiche Voraussetzungen, gehen gleichzeitig zum Ball und ja, jetzt gewinnt einfach der galliger ist. Jetzt gewinnt einfach der diesen Zweikampf mehr gewinnen will. Und das waren von meinem Empfinden her auch wesentlich häufiger die Kieler. Und da muss ich dann natürlich sagen, also wenn ich, Gerhard hat das ja hinterher selber gesagt, wir waren schon aggressiv, aber Kiel war halt aggressiver. Und wenn du schon nicht die spielerisch bessere Mannschaft ist, und das ist Schalke nicht, dann musst du aber doch zumindest so dagegenhalten, dass du hinterher sagen kannst, ja, aber wir waren zumindest aggressiver. Das war Schalke aber auch nicht. Also da fehlt's tatsächlich eigentlich überall, in allen wesentlichen Elementen.
man kann sich gut in die Situation reinversetzen. Wenn man privat das mal vergleicht, wenn man irgendwo was gerne macht und das nicht so ganz funktioniert, dann stellt man sich auch nicht hin und sagt, ich bin jetzt der König hier, beim Kegeln zum Beispiel. Ich treffe einfach nichts mehr und sage dann, ich gewinne die Meisterschaft. Da wird man ja automatisch leiser. Wenn man sich da hinstellt, dann bin ich ein Brandon Supi und sage, ich hau jetzt hier alle weg, weil ich fit bin. Nein, also man kann das dann nachvollziehen, aber es sind halt Profisportler, ne? Ja, und im Fußball ist ja auch diese Möglichkeit, die du im Kegeln vielleicht jetzt nicht hast. Ich bowle lieber als zu kegeln, aber ich glaube, oder ich weiß das zumindest vom Golfen, weil wir haben gerade gesagt, ich hätte Golf gespielt an der Algarve, ich habe es zumindest versucht. Also ich muss das relativieren. Nicht, dass irgendeiner hier jetzt auf die Idee kommt. Handicap-Frage wird kommen. Ich wäre da ansatzweise begabt. Also bei mir ist die Leidenschaft wesentlich größer als das Talent beim Golfen. Da bringt es ja nichts, wenn du dann mit Wut oder mit Aggressivität an die Sache rangehst. Dann machst du alles noch viel schlimmer. Das ist zumindest meine Erfahrung und ich werde sehr schnell wütend. Beim Fußball hast du ja aber doch diese seltene Möglichkeit, dass du dich über diese Aggressivität wieder irgendwie in dieses Spiel reinwurstelst. So, und das muss doch dann für einen Profi dann das Mittel sein, um das dann auch zu nutzen, dass man eben sagt, so, ich muss jetzt einfach eine Schippe drauflegen. Ich strotze nicht vor Selbstvertrauen und ich merke, es läuft hier wieder nichts für uns. Aber zumindest jetzt diesen Zweikampf, den kann ich gewinnen, weil da hat jetzt der Kieler, der hat nicht 2 Meter Vorsprung und wir sind beide gleichzeitig am Ball und den, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ, den haue ich jetzt weg. Die hauen aber keinen weg, sondern die Kieler gewinnen die Zweikämpfe auch noch fair, sind dann weiter am Ball, wissen auch, was damit anzufangen. Und das ist dann ja im Grunde wie so eine Lawine. Und da macht Schalke zu wenig gegen. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann das sein, wenn doch angeblich jedem Spieler der Ernst der Lage bewusst ist? Können wir jetzt die Frage stellen, was wird denn jetzt gegen Wien Wiesbaden anders? Also dass wir wissen, die Frage brauchen wir nicht stellen, was muss anders werden, das wissen wir. Aber wie können die das jetzt so machen, dass es wenigstens ansatzweise auf dem Platz funktioniert? Weil nochmal auf den Gegner treffen wie Eintracht Braunschweig, werden sie nicht. Ja, ich erwarte aber wieder im Grunde ein ähnliches Spiel wie gegen Braunschweig. Ich fürchte, ich fürchte einfach, dass Schalke in dieser Saison nicht mehr die Sterne vom Himmel spielen wird. Darauf müssen wir uns, glaube ich, einstellen. Es kann nur, auch wenn viele das nicht hören wollen und immer sagen, ja, aber wir müssen doch Fußball spielen und so, ist ja alles richtig. Aber in erster Linie muss Schalke jetzt mal Spiele gewinnen und ohne diese Basis, dass du die Zweikämpfe vernünftig führst, dass du eine Grundaggressivität an den Tag legst, wirst du gar nicht in die Situation kommen, möglicherweise dann auch mal spielerische Elemente und spielerische Akzente zu setzen. Was sich personell ändern wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ich denke mal, wahrscheinlich wieder mal gar nicht allzu viel, weil er hat ja auch schon eine ganze Menge probiert. Ist ja nicht so, dass da jetzt dass auf der Bank jetzt noch 10 Leute sitzen, die noch kein Spiel gemacht haben, bei denen man die Hoffnung haben kann, dass die jetzt richtig durchstarten. Die haben ja alle schon enttäuscht in dieser Saison. Auffällig ist ja im Moment beispielsweise Lino Tempelmann. Ist ja auch so eine Geschichte. Der war in der Hinrunde, als Schalke mal diesen kleinen Lauf hatte mit den Siegen gegen Hannover und in Nürnberg. Da war er einer der besten Spieler und galt schon als, jetzt hat Schalke endlich einen Zehner. Und ist er nicht mehr im Kader. Jetzt ist er zweimal hintereinander überhaupt gar nicht im Kader gewesen, ist auch nicht verletzt, völlig abgetaucht, hat auch diese Leistungen, die er damals gezeigt hat, überhaupt nicht mehr zeigen können. Also das passt auch so zu dieser Ratlosigkeit, weil da habe ich auch keine Erklärung, warum finden solche Spiele auf einmal gar nicht mehr statt. Schwierig, wieder da. Die Ratlosigkeit. Ja, wir können auch noch nicht ganz viel auch sagen, wie sich das entwickeln wird, weil gestern hatte Schalke Ruhetag. Zumindest waren sie nicht auf dem Trainingsplatz. Heute trainieren sie, da gehen wir auch gleich hin, schauen mal die ganze Sachlage an.
Wie gesagt, wir sind heute schon ein bisschen früher mit der Aufzeichnung am Dienstag. Wer weiß, was sich da alles entwickelt. Vielleicht haben wir ja auch mal wieder das Pech, dass sich Spieler verletzen, was wir nicht hoffen wollen, aber da ist ja, ja Schalke von Glück gerade gesegnet, obwohl man da nicht profitieren kann von. Ne? Also man hat reichlich Auswahl und trotzdem passt es nicht. Und Asanoe Draogo soll ja tatsächlich jetzt auch so die nächsten Tage so langsam zum Mannschaftstraining dazustoßen. Das wäre vielleicht dann wieder nächste Hoffnungsträger. Ja, das hat Gerard zumindest angekündigt. Also wie gesagt, wir zeichnen jetzt ja gerade am Dienstag auf, haben jetzt noch keine Trainingseinheit der Woche verfolgen können. Aber selbst wenn Oe Draogo jetzt, denke ich mal, im Mannschaftstraining schon wieder mitmischt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für Samstag schon eine Alternative wäre, weil dazu war die Verletzung zu schwierig oder zu schwer und die Pause auch dann zu lang. Also das würde mich sehr wundern. Würde aber die große Not zeigen, sollte Gerrards ihn tatsächlich schon wieder reinwerfen, für wie ernst Gerrards die Lage auch hält. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin gespannt, ob die angesprochenen Kaparos, Castelle, Van der Sloot vielleicht eine Rolle spielen werden. In irgendeiner Art und Weise, zumindest im Kader sind. Spannend auf jeden Fall alles zu beobachten, aber auch gepaart mit einer gewissen... Ja, wenn ich sage Angst, ist das schon, tatsächlich Angst, weil du gehst auch jeden Tag deinem Beruf nach und du weißt, du musst jeden Tag über negative Sachen berichten. Wir hatten auch noch, wir haben ja auch noch völlig viel Unruhe neben dem Platz. Es geht ja nicht nur um die Mannschaft, ne? Jetzt gab es gestern dann wieder eine Meldung, dass Schalke gegen einen Sponsor, Ex-Sponsor klagt und da noch Gelder offen sind. Und ja, diese Opposition spielt ja eine große Rolle. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Aber werden wir sicherlich auch bald wieder aufgreifen müssen, das Thema, ne? Ja, wir werden irgendwann auch darüber sprechen müssen, sollten auch darüber sprechen, weil das kann man nicht wegdiskutieren, über diese Gruppierung, die sich da zusammengefunden hat, die aber noch nicht im Grunde Opposition genannt werden möchte, wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil als Opposition muss man ja auch, sollte man ja nicht nur Dinge benennen, gegen die man ist, sondern man sollte dann ja tunlichst auch irgendwas haben, dass man sagt, was wäre denn eigentlich wenn? Also wenn wir hier oder wer auch immer das sagen hätte. Und ich glaube, so weit ist diese Gruppe noch nicht, aber ich denke mal, das ordnet sich jetzt gerade so hinter den Kulissen alles ein wenig und es ist zu vermuten bei der aktuellen Entwicklung, dass dieser Opposition, ich nenne sie jetzt trotzdem mal so, dass das Futter und die Munition nicht ausgehen wird. Ich sag mal Schalke Interessengemeinschaft. Sehr schön, sehr schön. Aber wenn ich dann schon IG Schalke. Ja, aber wenn ich dann, man hat ja so Namen, wo man hört, die damit beteiligt sein sollen und die sich dann tatsächlich irgendwo hinstellen und sagen. Dinge sagen, wo man so, sofort diese Opposition oder Interessengemeinschaft wieder in Frage stellen muss. Ich nenne jetzt gar keinen Namen. Wahrscheinlich werden viele wissen, wen ich meine. Ja, das ist natürlich ein relativ bunt, eine relativ bunt gemischte Kombo, die da diskutiert. Man sollte jetzt allerdings Dinge, die von den einzelnen Personen dann hin und wieder gesagt werden, die sollte man jetzt nicht unbedingt schon als repräsentativ, denke ich mal, für diese Gruppierung nehmen. Also Fakt ist, die haben noch keinen Sprecher in dem Sinne, der diese Gruppe nach außen hin vertritt. Das wird möglicherweise alles noch kommen und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die man denen stellen kann und stellen muss. Ja, und im Grunde mit jedem Tag, an dem es weitere schlechte Nachrichten gibt, du hast Whitefield angesprochen, da ist natürlich, das ist natürlich dann immer weiterer Nährboden für Leute, die unzufrieden sind. Und da gibt es einige von. Ja, momentan denke ich mal sehr, sehr viele, ne? Die auch, wie gesagt, nicht nur unzufrieden sind, sondern einfach Angst haben. Es geht ja auch um Jobs für die Region.
im Verein und ja auch bei uns, ne? Also wir hatten ja am Anfang die Frage gestellt, würdet ihr auch in der dritten Liga weiterberichten? Klar, aber mit welcher Manpower, ne? Also das Interesse wird sicherlich auch in der dritten Liga da sein, aber vielleicht nicht mehr ganz so groß sein und dann kriegst du auch nicht mehr. Wobei man dazu sagen muss, unsere Mannschaft ist ja im Grunde so klein, die kannst du ja gar nicht mehr auf. Das stimmt. Die kannst du ja gar nicht mehr verkleinern. Wir sind ja quasi schon auf dritte Liga. So, ja, du kannst es direkt ansprechen, weil tatsächlich ist das auch, was ich mal ansprechen wollte. Und das nicht nur heute, sondern auch schon in den vergangenen Folgen und ist mir immer wieder untergegangen. Es gibt ja tatsächlich, wie gesagt, gerne Kritik raus. Schalke-podcast@recklinghauser-zeitung.de. Gerne E-Mail rausschreiben. Aber wir können gar nicht so viel leisten wie andere Kollegen zum Beispiel. Ne? Wir sind im Tagesgeschäft, insgesamt sind wir drei, die sich jetzt da drum kümmern. Und man braucht ja auch mal frei, man hat ja auch mal Urlaub, man ist ja leider auch mal krank. Also wir sind eine relativ kleine Mannschaft, die jeden Tag aber aus meiner Sicht volles Programm bietet. Und auch da vielleicht manchmal zum Verständnis, weil wir können nicht so investigativ vielleicht uns eine Woche hinterm Schreibtisch setzen und alle möglichen Sponsoren zum Beispiel mal abtelefonieren und nach deren Meinung fragen. Da fehlt uns einfach auch die Zeit, ne? Weil wir müssen das aktuelle Tagesgeschäft haben. Und das, was wir bieten, finde ich, ist sehr gut. Und, kann ich nochmal Werbung machen, die Plus-Abos, 3 Euro im Monat, hallo. Kann man ja mal probieren. Ja, Norbert, da ist die Stunde schon überschritten. 66 Minuten sehe ich auf der Uhr. So ganz ratlos war es dann doch nicht. Ich hatte, wir haben ja auch den großartigen Legenden-Talk bei uns im Programm mit Rüdiger Abramczyk und Klaus Fischer. Der fand gestern statt. Und gestern war auch Bodo Menze dabei. Ah, okay. Bodo Menze, der war da ganz, der war auch vor einer Woche schon da, hat aber nicht mitgesprochen, hat auch noch gesagt, nee, ich will da nicht, das ist mir alles so Rampenlicht, so gefällt mir nicht. Aber gestern hat er sich dann doch mal hingestellt und hat dann seine Meinung gut getan. Könnt ihr alles auf unserer Seite lesen und Rüdiger war natürlich wieder on fire. In seinem Element. Ja. Aber er hat ja auch recht, er hat gesagt, du musst einfach jetzt, das geht nur übersprechen. Klaus und Bodo waren natürlich aber auch der Meinung, du kannst jetzt nicht draufhauen in der Situation, das macht es wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, aber ich glaube, ein gutes Mittelmaß muss man schon finden. Ja, draufhauen würde ich jetzt glaube ich auch nicht, weil wir müssen uns glaube ich schon damit abfinden, dass man sagt, die können es in ihrer Gesamtheit, so wie sie da sind, können die es im Moment wahrscheinlich nicht besser. Ich unterstelle mal jedem Spieler, dass der im Rahmen seiner Möglichkeiten alles tut, aber es reicht nicht. Wenn ein Spieler meint, er gibt 100% und es reicht nicht, dann muss er irgendwas machen, dass er 110% gibt. Das ist das, was ich gerade mit diesen Zweikämpfen gesagt habe. Ist alles jetzt eine schwierige Situation, auch für einen Trainer. Und ich teile dein, ich habe im Moment einfach auch ein mulmiges Gefühl, weil die Truppe so überhaupt nicht von der Stelle kommt. Das ist so, also Kiel war wieder so ein Erlebnis, das mich, jetzt sind wir wieder da, das mich wirklich einfach ratlos gemacht hat. Ja. Also die einzige Hoffnung, die es momentan gibt, weil es wird bis Samstag keine Wunder passieren, dass die Gegner einfach mitspielen. Denn auch man muss mal auch so ehrlich sein, man hätte durchaus mit ganz viel Glück auch in Kiel gewinnen können oder zumindest unentschieden holen können. Ne? Also selbst ein Sieg wäre drin gewesen für Schalke. Wenn da eine reingeht, die hatten zwei, drei dicke Chancen. Alles richtig. Du musst aber auch immer sehen, wann eine Mannschaft die Chancen hat. Kiel hat in den ersten 7 Minuten schon zwei fast hundertprozentige. So, das können die eigentlich schon 2-0 führen, dann ist vielleicht. Aber haben sie halt nicht. Und das kann ja, okay. Braunschweig war ja das Gleiche. Braunschweig hätte auch früh in Führung gehen können und dann wärst du hier nicht als Sieger vom Platz gegangen. Alles richtig, aber trotzdem lasse ich mir den verdienten Sieg für Kiel dann nicht ausreden. Ich denke aber jetzt mal am Samstag Wien-Wiesbaden, dass ich finde, das war zumindest von der taktischen Ordnung in der Hinrunde eins der besseren Schalker Spiele, da sind sie zumindest nicht so ins Schwimmen gekommen, bis auf die Schlussphase, wie in anderen Spielen. Insofern ist es einfach mal meine Hoffnung, dass Schalke da am Samstag irgendwie
die 3 Punkte dann einfährt und dann zumindest für eine Woche erstmal wieder ein bisschen Ruhe ist und beim nächsten Auswärtsspiel geht es mit der Ratlosigkeit dann weiter. Ja, hoffentlich nicht. Magdeburg. Magdeburg, schwierig. Ja. Ja. Ja, also 2 wichtige Spiele, wieder mal, ich meine, jedes Spiel ist wichtig in der jetzigen Situation, nicht nur in der jetzigen Situation generell ist jedes Spiel wichtig, solltest nichts abschenken, musst gucken, dass du Punkte holst und dann irgendwie auch ja, hoffen, dass die Gegner da mitspielen. Norbert, ich würde jetzt so langsam die Musik einspielen. Hast du noch irgendwas im Köcher, was du gerne raushauen wollen würdest heute noch? Nee, ich hab extra, weil ich wusste, dass die Frage kommt, ich habe extra heute Nacht noch in meinen sozialen Kanälen geguckt, ob ich irgendeine schöne, gute Nachricht über Schalke sehe, aber habe festgestellt, es ist tatsächlich irgendwie so eine tiefe Ernsthaftigkeit eingetreten, auch in den Kommentaren, wo ja immer manchmal noch so mit so einer gewissen Selbstironie und einem Augenzwinkern auf die Lage hingewiesen wird, aber jetzt geht das, glaube ich, alles so in die Richtung großer Sorge und die teile ich leider im Moment auch. Große Sorge um den FC Schalke 04. Wir sind mittendrin, werden aber weiterhin berichten und hoffen, dass, ja, wir können einfach nur hoffen, dass am Samstag wieder mal ein Sieg gefeiert wird und alles gut wird. Und damit danke und Glück auf. Glück auf.